Einen guten Freitagmorgen wünsche ich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zur Regierungspressekonferenz. Auch diese Regierungspressekonferenz wird live übertragen. Deswegen an dieser Stelle ein paar Sätze zu uns. Diese Pressekonferenz ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. In dieser regierungsunabhängigen Organisation tun sich Journalistinnen und Journalisten zusammen, die über Bundestag und Bundesregierung berichten, also über Bundespolitik. Wir hier vom Vorstand gewährleisten, dass die Mitglieder der Bundespressekonferenz sowie des Vereins der Auslandspresse hier ihre Fragen stellen können. Übertragen wird diese Regierungspressekonferenz auch von Phoenix, und Phoenix unterstützt uns dankenswerterweise in Sachen Gebärdensprachdolmetschung. Das sind heute Angelina Sequeira Gerardo sowie Daniel Meixner, und nur über Phoenix ist auch die Gebärdensprachdolmetschung zu sehen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass auch in diesen besonderen Zeiten unsere Gäste sind. Heute darf ich begrüßen die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und traditionell beginnen wir am Freitag mit den Terminen der Kanzlerin. Ganz genau. Ich möchte Sie, bevor ich wie üblich mit den Terminen der Kanzlerin für die nächste Woche beginne, noch auf einen Termin heute hinweisen. Wie Sie schon wissen, trifft sie sich ja oder gibt es eine Videokonferenz um 12.30 Uhr mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der 11 größten Städte über die besonderen Herausforderungen, die solche Ballungsräume in der Pandemie mit sich bringen. Und im Anschluss daran wird es dann so gegen 14 Uhr ein Pressestatement der Bundeskanzlerin im Kanzleramt geben. Die Einladung dazu wird jetzt gerade rausgegeben. Am Dienstag, den 13. Oktober, nimmt die Bundeskanzlerin zwischen 10 und 11 Uhr an der diesjährigen Jahreskonferenz des European Sustainable Development Network teil. Sie wird da im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, also das BMU, richtet diese Veranstaltung virtuell aus. Und in der Rede der Bundeskanzlerin wird sie vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie auf die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele in Deutschland und Europa eingehen. Um 14.30 Uhr nimmt die Bundeskanzlerin dann auf Einladung des Präsidenten des Ausschusses der Regionen an der 140. Plenarsitzung teil. In der Debatte wird es dann um Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gehen. Die Bundeskanzlerin wird eine Rede halten. Die Sitzung ist in einem hybriden Format in Brüssel geplant. Die Bundeskanzlerin nimmt aber als Videokonferenz an der Veranstaltung teil. Ebenfalls am Dienstag findet der deutsch-französische Technologiedialog statt, abgekürzt DFTD. Die Bundeskanzlerin wird sich in einer Videokonferenz mit dem französischen Staatspräsidenten Macron, der Kommissionspräsidentin von der Leyen, dem EU-Binnenmarktkommissar Breton, Bundesminister Altmaier, dem Minister Le Maire und den Vertretern der europäischen Wirtschaft zu Zukunftstechnologien austauschen. Im Vordergrund stehen da Themen wie Wasserstoff und 5G, also Dateninfrastrukturen der Zukunft. Am Mittwoch um 9.30 Uhr tagt dann wie üblich das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und in der kommenden Woche am Donnerstag und Freitag wird sie am Europäischen Rat in Brüssel teilnehmen. Wie üblich wird der Gipfel am Donnerstagnachmittag mit einem Zusammentreffen mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Herrn Sassoli, beginnen. Unter Vorsitz des Präsidenten des Europäischen Rats, Charles Michel, werden die Staats- und Regierungschefs der EU dann insbesondere über die aktuelle Lage der Pandemie und die Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich sprechen. Die Klimapolitik und die Beziehungen zwischen EU und Afrika stehen ebenfalls auf dem Programm. Außerdem hat der Europäische Rat in der letzten Woche vereinbart, erneut nochmal über den Fall Nawalny nach Vorlage des OVVC-Berichts zu beraten. Am Mittwoch nächste Woche wird zu diesem Europäischen Rat um 11.30 Uhr das übliche Briefing mit Herrn Corsepius das Briefing wird um 11.30 Uhr mit Herrn Corsepius stattfinden. Das machen wir dieses Mal als WebEx-Schalte.
Und da gibt es noch konkrete Terminhinweise. Und damit bin ich für die Woche durch. Dankeschön. Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Dann machen wir weiter mit einem weiteren Termin aus dem Wirtschaftsamt. Ah, darf ich noch ganz kurz anhängen? Ich würde Sie gerne noch darauf aufmerksam machen, dass das Bundespresseamt heute eine bundesweite Kampagne zum Klimaschutz startet. Also bis Ende November machen Plakate und Online-Anzeigen auf das Thema Klimaschutz und die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung aufmerksam. Das haben wir gemeinsam mit dem BMU auf den Weg gebracht. Aktuell jähren sich ja die Kabinettsbeschlüsse zum Klimaschutzprogramm. Davon ist schon vieles auf den Weg gebracht und einiges umgesetzt. Ich verweise nochmal auf das Klimaschutzgesetz, auf das Brennstoffemissionshandelsgesetz, auf das Gesetz über den Kohleausstieg, die Novelle des EEG. Dann gab es gesenkte Steuern für Tickets im Bahnverkehr, höhere Steuern für Inlandsflüge, Austauschprämien für Ölheizungen und vieles mehr. Und mit der Kampagne wollen wir auf all diese Instrumente hinweisen, sie bekannter machen. Denn Sie alle wissen ja, Klimaschutz ist ein wichtiges Thema. Und deshalb werben wir hier auch nochmal dafür, dass wir gemeinsam all diese Herausforderungen angehen. Dann kommen wir jetzt zu dem Termin aus dem Wirtschaftsministerium. Vielen Dank. Ich wollte Ihnen auch einen weiteren Termin im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ankündigen, und zwar am 15. Oktober in der kommenden Woche. Da wird Bundeswirtschaftsminister Altmaier im Rahmen einer informellen Videokonferenz das Treffen der für Digitales und Telekom zuständigen EU-Ministerinnen und EU-Minister leiten. Das Treffen wird, wie gesagt, virtuell via Videokonferenzschalte stattfinden. Und das Thema Digitalisierung steht im Mittelpunkt, denn Digitalisierung und Innovation bilden natürlich ein ganz wichtiges Fundament für eine zukunftssichere Wirtschaft in Europa. Konkret wird es gehen um die Beratung von zwei Legislativvorschlägen, die die EU-Kommission schon vorgelegt hat. Zum einen wird es um Rahmenbedingungen für Datennutzung und Dateninnovation gehen und zum anderen um Beratung zum Legislativpaket digitale Dienste im europäischen Binnenmarkt. Wir laden Sie herzlich ein zum Doorstep am 15. Oktober um 9 Uhr und zu einer Pressekonferenz um 12.45 Uhr. Beide Termine natürlich auch im Livestream abrufbar und verfolgbar. Vielen Dank. Danke Ihnen. Gibt es dazu Frage? Das ist nicht der Fall. Dann geht es los mit Herrn Taufik Nia. Bitte schön. Eine Frage zum Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Der Minister hat sich ja, glaube ich, vorgestern mit einem aserbaidschanischen Sie müssten Kollegen, ein bisschen lauter und ins Mikrofon sprechen. Mit seinem aserbaidschanischen Kollegen gesprochen. Können Sie dazu Näheres sagen? Ich kann Ihnen sagen, dass der Außenminister in diesem Telefonat mit seinem aserbaidschanischen Kollegen nochmal unsere Haltung dargelegt hat, nämlich, dass es ganz dringend darum geht, dass es eine sofortige Waffenruhe ohne Vorbedingungen gibt und dann einen sofortigen Waffenstillstand und dass wir beide Seiten dazu auffordern, an den Verhandlungstisch im Minsker Format zurückzukehren. Das Minsker Format gibt es ja genau, um diesen Konflikt zu beraten und zu lösen. Und die Co-Vorsitzenden mit der Minsk-Gruppe sind dran, zu versuchen, dort substanzielle Verhandlungen auf den Weg zu bringen. Und wir sehen dafür beide Seiten im Konflikt gleichermaßen in der Pflicht, dazu beizutragen. Und diese Haltung hat der Außenminister in dem Telefonat noch einmal dargelegt. Eine kurze Nachfrage. Sah der Minister irgendwelche Ansätze, dass Aserbaidschan doch zu einer Waffenruhe einlenkt? Was ich Ihnen über das Telefonat berichten kann, ist eben die Position des Ministers, dass er das nochmal eindringlich gefordert hat. Und wir hoffen, dass es da Fortschritte gibt, natürlich auch von aserbaidschanischer Seite wie auch von armenischer. Herr Jessen dazu? Ja. Bitte schön. Heute treffen sich ja in Moskau auf Einladung des russischen Außenministers die Außenminister von Aserbaidschan und Armenien. Gibt es da eine Absprache zwischen der deutschen und der russischen Seite über die Inhalte? Und sehen Sie das als sozusagen in Konkurrenz zum Minsker Format an oder korrespondiert dieses Treffen auf Einladung der russischen Regierung miteinander?
Also ich denke, die russische Seite hat in den letzten Tagen ja auch gesagt, dass sie daran interessiert ist, dass dieser Konflikt beruhigt wird und dass es zu einem Waffenstillstand kommt. Insofern ist das eine Position, die wir teilen. Und Russland ist ja auch Mitglied der OSZE und über diesen Kanal sozusagen eingebunden in die Bemühungen der OSZE, der Minsk-Gruppe in der OSZE, das zu tun. Insofern kann ich dem Treffen heute nicht vorgreifen. Aus unserer Sicht wäre es natürlich wünschenswert, wenn alle Bemühungen, die es da gibt, über die Minsk-Gruppe und die OSZE konform miteinander sind und kompatibel und alle darauf hinwirken, dass es eine Waffenruhe gibt, die man verstetigen muss in einen Waffenstillstand. Aber ein Zusatz, einen direkten Austausch zwischen dem Auswärtigen Amt und dem russischen Außenministerium über Inhalte oder Strategien hat es da nicht gegeben. Ich kann Ihnen von einem solchen hier nicht berichten. Was aber natürlich zutrifft, ist, dass innerhalb der OSZE es Gespräche gibt, auch mit unseren Botschaften bei der OSZE und dort über die Strategie und wie die Minsk-Gruppe dort vorangehen soll. Und Russland ist Teil dieser Organisation und dieses Gefüges und bringt sich da auch ein. Eine Online-Frage von Philipp Oltermann von The Guardian. Neues Thema, aber auch Auswärtiges Amt. Am Mittwoch äußert sich der Außenminister zu den Protesten gegen die thailändische Regierung und den möglichen Konsequenzen von politischen Aktivitäten des thailändischen Königs auf deutschem Boden. Herr Maas sagte, man würde entgegenwirken wollen, wenn ein fremdes Staatsoberhaupt vom deutschen Boden aus Politik betreiben würde. Hat der Außenminister konkrete Hinweise darauf, dass König Rama X. Von deutschem Boden aus Politik betrieben hat? Ich kann Ihnen noch mal sagen, dass, so wie der Minister das gesagt hat, es unsere Auffassung ist, dass ausländische Staatsgeschäfte nicht von deutschem Boden aus erfolgen sollten. Und wir haben diese Haltung auch gegenüber dem thailändischen Botschafter schon mehrfach zum Ausdruck gebracht. Die thailändische Seite versichert uns, dass es in Thailand so ist, dass die Regierungsgeschäfte von dem dortigen Premierminister geführt werden und dass der König, der das Oberhaupt einer konstitutionellen Monarchie, die Thailand ist, sich privat in Deutschland aufhält. Insofern ist der Stand, dass wir unsere Position im Moment sehr klar gemacht haben. Die thailändische Seite hat uns ihre Position dargelegt. Falls es Anhaltspunkte geben sollte, dass der König Regierungsgeschäfte von hier aus führt und das eine Reaktion von uns erforderlich macht, dann müsste man das in dieser Situation beurteilen, wenn sie dann eintritt. Herr Pappas mit einem neuen Thema, bitte. Ja, ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt. Frau Adebar, in Athen kursiert die Meldung, dass der Außenminister Maas für nächste Woche einen Besuch in Athen, Ankara und Nikosia plant. Ist sowas in Planung im Auswärtigen Amt? Ich kann Ihnen hier und heute keinen solchen Termin ankündigen. Wie Sie wissen, kündigen wir Termine an, wenn sie ganz spruchreif am Ende sind und im Übrigen auch in der Regierungspressekonferenz, die unmittelbar vor einem möglichen Besuch liegen würde. Ich habe akustisch das nicht mitbekommen, unmittelbar. Wir kündigen Besuche oder Reisen des Außenministers dann an in der Regierungspressekonferenz, die unmittelbar vor einem möglichen Besuch liegen würde. Also daraus kann ich auch schließen, dass dieser Besuch kann durchaus am Montag angekündigt werden. Ich habe noch eine. Okay, danke. Zusatz, ja? Ich habe einen Zusatz, aber Außenminister Maas hat gestern sowohl mit den türkischen Kollegen, seinen türkischen Kollegen, als auch mit den griechischen Kollegen getroffen. Und meine Frage ist, ob dabei die Frage von Öffnung von Barossa in Zypern zur Sprache gekommen ist und wie hat eigentlich die türkische Seite, der türkische Außenminister auf die deutsche Position reagiert? Es trifft zu, dass der Bundesaußenminister gestern mit seinem türkischen Kollegen in Bratislava an gelegentlich einer Konferenz, die dort stattfand, gesprochen hat. Dabei sind alle Themen, die uns im Moment mit der Türkei beschäftigen, besprochen worden. Ich kann Ihnen aber hier an dieser Stelle aus dem vertraulichen Gespräch keine weiteren Einzelheiten nennen. Darf ich noch einen Zusatz fragen? Aber es ist dann wirklich okay. Die letzte. Ja, okay, den Inhalt will ich nicht, aber Ihre Einschätzung oder die Einschätzung des Ministers, ob und inwiefern mitbekommen hat, dass dieser Schritt der Türkei
die Bemühungen der deutschen Regierung, Deeskalation und Entspannung im östlichen Mittelmeer zu erreichen, beeinflusst hat? Also ich glaube, zu Varosha hat Herr Seibert in der letzten Regierungspressekonferenz schon ausgeführt. Da müsste ich dann aber auf das Protokoll verweisen, das kann ich nicht auswendig rezitieren. Ja, wir sind nach wie vor, wir freuen uns, dass beide Seiten angekündigt haben, dass es die Bereitschaft gibt zur Wiederaufnahme des bilateralen Dialogkanals. Und das hat die griechische Seite ja gestern auch noch mal bestätigt in einer kurzen Videobotschaft. Und unser Ziel ist es, dass diese alle strittigen Fragen im Mittelmeer dort von den Seiten besprochen werden. Zur Frage der von Varosha hat Herr Seibert, ich kann es auch vortragen, haben Sie das am Mittwoch mitbekommen? Ja, ja. Ja, dann habe ich dem nichts hinzuzufügen. Was ich noch sagen kann, ist heute, dass es zu dieser Frage auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen heute eine Diskussion geben wird auf britischen Antrag. Das sind geschlossene Konsultationen. Wie wird Deutschland in diese Sicherheitsratsbefassung gehen? Wir werden beide Seiten auffordern, ihre Streitigkeiten friedlich zu lösen und sich im Friedensprozess zu Zypern unter der Ägide der Vereinten Nationen zu engagieren. Und wir sind nicht der Auffassung, dass einseitige Schritte, die unternommen werden, dort hilfreich sind, um in diesem Friedensprozess der Vereinten Nationen voranzukommen. Sonst kann ich der Sitzung heute noch nicht vorgreifen, aber das ist die deutsche Position noch mal dazu. Herr Taufik-Nier, neues Thema, bitte. Frau Adebar, die US-Regierung hat gestern Finanzsanktionen gegen Iran verhängt, gegen den gesamten Bankensektor im Iran, was die Einfuhr von humanitären Gütern noch mehr erschweren wird. Da hätte ich wieder mal eine Stellungnahme von Ihrem Hause. Sie haben recht, das erschwert die Einfuhr von humanitären Gütern noch weiter. Und das ist aus unserer Sicht in Zeiten von Corona kein gutes Zeichen. Wir sehen diese Sanktionen kritisch, da sie eben genau aus diesem Grunde den nach unseren bisherigen Erfahrungen womöglich zu einem zusätzlichen weiteren Rückgang in dem Handel im sogenannten humanitären Kanal führen. Und dieser humanitäre Kanal ist in Zeiten von Corona auch gerade für ein Land wie Iran, was da schwer getroffen ist, bedeutsam. Und deswegen ist das hochproblematisch. Grundsätzlich wissen Sie, dass wir die Politik des nationalen Drucks, des maximalen Drucks der US-Administration nicht teilen und uns gegenüber der US-Regierung auch regelmäßig gegen die Anwendung extraterritorialer Sanktionen aussprechen und dabei eben auch immer wieder betonen, und das ist auch gerade in diesen Zeiten besonders wichtig, dass es möglich sein muss, unter jedwedem Sanktionsregime humanitären Handel durchzuführen und zu handhaben, weil das eben wichtig ist. Dann Frau Kollegin, bitte. Ich habe eine Frage zu Corona an Frau Demmer bzw. ans BMG. Heute soll es ja eine Besprechung geben zwischen Frau Merkel und den Bürgermeistern der Großstädte. Mit welcher Erwartungshaltung geht denn die Kanzlerin in dieses Gespräch? Und vielleicht ans BMG oder ich weiß nicht genau, bei wem es liegt. Es steht die Forderung im Raum, dass speziell Großstädte mehr Unterstützung bekommen, was die Gesundheitsämter angeht, also dass der Bund da Hilfen schickt. Wie könnte denn diese Hilfe aussehen? Also woher könnte so Personal genommen werden? Wäre das auch Bundeswehr oder gibt es da noch andere Kapazitäten? Gibt es da bei Ihnen Überlegungen? Lassen Sie mich erstmal nochmal allgemein zu der aktuellen Entwicklung mich äußern. Also seit Anfang September sehen wir und beobachten wir steigende Infektionszahlen von Woche zu Woche. Und in den letzten Tagen wurden mehr als 4.000 Neuinfektionen an das Robert-Koch-Institut gemeldet. In den letzten 7 Tagen, also seit Anfang Oktober, sind etwa doppelt so viele Fälle übermittelt worden wie noch Anfang September. Und das Infektionsgeschehen nimmt in fast allen Regionen zu. Das ist Anlass zu großer Sorge. Derzeit kann das Gesundheitswesen allerdings noch mit den erhöhten Zahlen sehr gut umgehen. Es gibt keine Engpässe in den Krankenhäusern. Insbesondere die Intensivstationen sind bislang nicht überbelastet. Aber Pandemie lässt sich nur eindämmen, wenn wir die Infektionsketten erkennen, durchbrechen können. Und das wird bei erhöhten Fallzahlen natürlich immer schwieriger. Deswegen, also wir können nicht absehen, wie sich das Geschehen weiterentwickelt. Und deswegen müssen sich unsere Anstrengungen voll und ganz darauf richten, dass das Infektionsgeschehen
sich nicht weiter und unkontrolliert ausbreitet. Also unser Ziel ist es, so viel wie möglich vom öffentlichen und privaten Leben aufrechtzuerhalten. Dabei ist es eben besonders wichtig, dass die Wirtschaft am Laufen gehalten wird und Schulen und Kitas geöffnet bleiben können. Das setzt voraus, dass wir alle weiterhin die Abstandsregeln und die Hygieneregeln einhalten. Und hier trägt natürlich auch jeder Einzelne Verantwortung. Wie Sie ansprechen, die Kanzlerin wird gleich in einer Videokonferenz mit den Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeistern von 11 Städten teilnehmen. Das gehört zum Austausch von Bund und Ländern, den wir ja seit Ausbruch der Pandemie regelmäßig und auf unterschiedlichsten Ebenen pflegen. Die Kanzlerin wird sich da über die Corona-Lage vor Ort informieren und über die eingeleiteten Maßnahmen. Ich kann jetzt dem Gespräch nicht vorgreifen, aber wie eben angekündigt, wird die Bundeskanzlerin ja dann sich danach noch in einem Statement zu dem Gespräch äußern. Und wann wäre dieses Statement? Um wie viel Uhr? Gegen 14 Uhr. Und wo? Wir landen im Kanzleramt. Das hatte ich eben gesagt bei der Terminvorschau. Ach, sorry. Kein Problem. Die Einladung müsste in diesen Minuten auch schon rausgegangen sein. Also vielleicht kann ich noch mal hinzufügen, also Bund und Länder sind dann gemeinsam in der Pflicht, diese Treffen, die da regelmäßig Chef des Bundeskanzleramts mit den CDSen, die Ministerpräsidentenkonferenzen finden ja statt, um eben gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Und ich würde sagen, die verschiedenen Beschlüsse der vergangenen Monate haben gezeigt, dass Bund und Länder da zu einem Schulterschluss durchaus in der Lage sind. Und in diesem Sinne und im Geiste werden eben fortwährend Gespräche geführt. Und es wird auch in der nächsten Woche nochmal am Mittwoch eine Ministerpräsidentenkonferenz stattfinden. Ich habe das jetzt in der Terminvorschau noch nicht angekündigt, weil da das die Zeit noch nicht genau feststeht. Möchte das Gesundheitsministerium ergänzen? Ja, ich kann das vielleicht ergänzen. Herr Spahn hat sich ja gestern umfassend dazu auch geäußert, hat nochmal darauf hingewiesen, dass es wichtig für die Akzeptanz in der Bevölkerung sei, dass da ein einheitlicher Rahmen der Länder auch geschaffen wird. Und auch gesagt, dass es entscheidend ist, dann für die rasche Eindämmung von Ausbrüchen in den betroffenen Kommunen. Sie hat noch eine Frage zum ÖGD. Die Frage ist, also es gibt die Forderung, dass es Unterstützung vom Bund gibt für den ÖGD und woher diese Unterstützung kommen könnte, ob es da irgendwo Reserven, Personalreserven gibt. Also wir haben ja an dieser Stelle schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst gibt, ein Finanzvolumen insgesamt 4 Milliarden Euro. Ich kann das nochmal aufschlüsseln. Es wird ja auch dann relativ mittelfristig, kurzfristig 1.500 Vollzeitstellen bis Ende 2021, 3.500 weitere Vollzeitstellen bis Ende 2022. Es gibt auch Unterstützung des RKI bei der Digitalisierung. Wir haben ja bereits im Mai, meines Erachtens, war das gesetzlich die Voraussetzung dafür geschaffen, dass ad hoc 50 Millionen Euro für die Gesundheitsämter im Bereich Digitalisierung mobilisiert werden. Das Geld steht zur Verfügung und muss dann auch von den Ländern entsprechend abgerufen werden. Und Sie wissen auch, dass im Rahmen von Amtshilfeverfahren auch die Bundeswehr unterstützt vor Ort. Herr Jess, mit einem neuen Thema, bitte. Ja, Frage an Frau Demmer. Trifft es zu, dass der BND Zahlungen über Wirecard abgewickelt hat? Wie Sie wissen, äußern wir uns ja zu nachrichtendienstlichen Geschehnissen nur gegenüber den zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages. Ja, nun haben Menschen, die Zugang zu diesen Informationen haben, sie bestätigt, sie dementieren nicht. Ist das, vorausgesetzt es stimmt, dies Anlass für die Bundesregierung, die für die Koordinierung der Geheimdienste zuständig ist, bei weiteren Diensten nachforschen zu lassen oder Auskunft zu begehren, ob auch die Zahlungen über Wirecard abgewickelt haben? Die Frage war mir jetzt zu kompliziert. Das müssen Sie nochmal stellen. Haben Sie als Koordinierungsstelle für die Arbeit der Dienste auch bei anderen Diensten nachgeforscht oder lassen nachforschen, ob die ebenfalls Zahlungen über Wirecard abgewickelt haben? Auch das würde sicherlich den Informationsbereich betreffen, den wir mit den zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages besprechen.
Dann nochmal Herr Tawfik Nia mit einem neuen Thema. Frau Halber, Stichwort Afghanistan. Hätte mir eine Stellungnahme zu den Äußerungen des US-Präsidenten, der gesagt hat, dass er die Truppen noch vor Weihnachten aus diesem Land abziehen wird. Kleinen Moment. Unsere Grundhaltung dazu kennen Sie. Und für uns ist es ganz wichtig, dass die Verhandlungen, die es derzeit gibt, auf einem guten Wege sind. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir innerhalb der NATO gemeinsam vorgehen. Und jetzt im Herbst stehen auch Konsultationen in der NATO an. Vielleicht kann das BMVG ergänzen zur Frage des Truppenabzugs und zu der Entwicklung dort. Insofern ist das ein Thema, was uns mit der amerikanischen Seite immer beschäftigt. Jetzt haben wir diesen Tweet zur Kenntnis genommen des US-Präsidenten. Wenn es konkrete Planung seitens der US-Seite geben sollte, dann würden wir erwarten, dass man die mit uns teilt und dass man das bespricht. Im Moment liegt uns nur diese kurze Information auf dem Kurznachrichtendienst vor. Und deshalb möchte ich das hier an dieser Stelle noch nicht weiter bewerten. Ich glaube, unsere Grundposition ist unverändert. So ist es. Und damit ich jetzt nicht umsonst diesen Platzwechsel vollzogen habe, kann ich Ihnen noch sagen, es gab ja Äußerungen des NATO-Generalsekretärs zu diesem Thema. Und er hat ja auch bekräftigt, dass die NATO gemeinsam über zukünftige Anpassungen entscheiden wird. Für uns gilt weiterhin der Grundsatz gemeinsam rein, gemeinsam raus. Und wir gehen auch davon aus, hat die Ministerin ja auch in anderem Zusammenhang schon mehrfach gesagt, dass solche Entscheidungen nur gemeinsam in der Allianz getroffen werden können und dass wir davon ausgehen, dass auch unsere amerikanischen Freunde uns da eng in einen solchen Prozess mit einbeziehen. Zusatz? Gab es irgendwelche Vorgespräche, irgendwelche Vorwarnungen von Seiten der Amerikaner, dass ihre Truppen da abziehen? Also Ihr Ministerium oder mit Ihrer Ministerin? Ich habe dazu keine Erkenntnisse. Also wie gesagt, wie Frau Adebar gesagt hat, offizielle Informationen liegen uns dazu nicht vor. Dann Herr Clement, bitte. Ja, Nachfrage an Frau Demmer und auch ans Arbeitsministerium. Sekunde, da müssen wir noch mal einmal tauschen. Es geht um das mobile Arbeitsgesetz. Wenn Sie eine Sekunde warten, bis die Kollegin sich gesetzt hat. Das ist doch ganz rücksichtsvoll, das Thema kurz anzukündigen. Das hilft uns. Die Kanzlerin hatte sich ja gestern Abend beim Zentralverband des Handwerks dahingehend geäußert, dass das Gesetz in dieser Form ganz sicher nicht in dieser Legislatur durch den Bundestag gehen werde. Es gäbe, Zitat, noch jede Menge Gesprächsbedarf. Da würde ich zum einen gerne nachfragen, wo sieht sie den größten Gesprächsbedarf und gibt sie dem Gesetz überhaupt noch eine Chance für diese Legislatur? Das ist meine Frage erstmal an Sie. Also auch Herr Seibert hat sich hier ja in der letzten Regierungspressekonferenz dazu schon geäußert. Sie haben die Kanzlerin gerade zitiert. Dem habe ich grundsätzlich nichts hinzuzufügen, außer ganz grundsätzlich zu erklären, dass Ressortabstimmungen natürlich innerhalb der Ressorts geführt werden und jetzt nicht in der Regierungspressekonferenz. Ja, kurze Nachfrage dazu. Wenn Sie großen Gesprächsbedarf ankündigt, die Konkretisierung, wo der liegen kann, etwa bei der Zahl der in Anspruch zu nehmenden Tage? Wie gesagt, also es ist ein ganz normaler Prozess, dass die Ressorts gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt über Gesetzesvorhaben diskutieren. Und in diesem Prozess befinden wir uns gerade und das wird miteinander besprochen, nicht öffentlich. Dann die Nachfrage an Frau Jäger, wie das Arbeitsministerium diese Stellungnahme von gestern Abend bewertet, ob Sie an dem Gesetz in der jetzigen Form festhalten oder wo das Ministerium Gesprächsbedarf oder Kompromissbedarf sieht. Das Bundesarbeitsministerium bleibt der Auffassung, dass ein moderner Arbeitsmarkt einen modernen Ordnungsrahmen braucht, mobile Arbeit zu fördern und die Beschäftigten in mobiler Arbeit besser abzusichern, ist im Koalitionsvertrag verankert. Das Bundesarbeitsministerium setzt deshalb auf konstruktive Gespräche auf Regierungsebene. Zusatz? Sehen Sie eine Chance für das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode? Ich habe meinen Worten nichts hinzuzufügen. Dann Frau Reifenreuth mit einem neuen Thema, bitte. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an das Bundesgesundheitsministerium. Entschuldigung. Ja, ich möchte gerne wissen, wann die nationale Corona-Teststrategie beginnt.
Ja, Sie wissen, und das ist ja auch Beschlusslage im Corona-Kabinett, dass mit Blick auf den 15. Oktober da eine entsprechende Anpassung stattfinden soll. Das ist jetzt definitiv. Wir gehen davon aus, dass der Termin auch so gehalten werden kann. Online fragt, verwandtes Thema, Corinna Budras von der FAZ. Ist es richtig, dass es eine Quarantänepflicht für Menschen aus inländischen Risikogebieten bisher nur in Schleswig-Holstein gibt? Gibt es Erkenntnisse darüber, ob dies auch in anderen Bundesländern geplant ist? Und wird die Quarantänepflicht auch Thema im heutigen Gespräch mit den Bürgermeistern sein? Also ich kann jetzt, wie schon gesagt, den Gesprächen mit den Bürgermeistern nicht vorgreifen, aber es ist sicherlich ein wichtiges Thema, was zwischen Bund und Ländern besprochen wird und heute sicher auch schon besprochen worden ist. Damit habe ich keine. Herr Clement nochmal. Ja, anderes Thema, Nachfrage ans Verkehrsministerium. Herr Strater, zu den Gesprächen von Herrn Schott, machen Sie von dort? Auch oder? Da müssten wir dann tauschen. Zu dem heutigen Gespräch von Herrn Scheuer mit einigen Länderverkehrsministern. Was ist die Erwartungshaltung des Ministeriums? Kann es da einen Durchbruch geben und wird es anschließend eine öffentliche Information geben? Dankeschön. Also ja, vielen Dank. Das ist jetzt erstmal ein internes Gespräch mit den Verhandlungsführern der Länder. Das Saarland, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Mit dem Minister, das ist ein weiterer Vermittlungsversuch, den wir unternehmen. Sie wissen ja, nach der letzten Bundesratssitzung hat es noch keine Einigung gegeben zur Straßenverkehrsordnung. Unser Ziel ist und bleibt, eine rechtssichere und verhältnismäßige Lösung zu finden. Das haben wir immer betont, auch nach der letzten Plenumssitzung. Die Hand des Bundes ist und bleibt hier ausgestreckt. Bereits zur letzten Sitzung lag ja schon ein guter fachlicher Kompromiss auf dem Tisch. Aber einige Länder haben hier sich gegen den Kompromiss entschieden. Und wir wollen das weiter bekräftigt nochmal hier zu einer Lösung bringen. Und ob es jetzt danach schon etwas gibt, müssen wir abwarten. Ich kann den Gesprächen jetzt auch noch nicht vorgreifen. Zusatz, Herr Clement? Geht Herr Scheuer über die bisherige Kompromisslinie seines Angebots hinaus in dem heutigen Gespräch? Inhaltlich kann ich dazu jetzt noch nichts weiter sagen. Es werden diese Inhalte noch mal auf den Tisch gelegt, aber ich kann dazu jetzt noch keine Festlegung treffen. Herr Jessen mit einem neuen Thema? Ja, ans Wirtschaftsministerium. Im Zusammenhang mit der EEG-Novellierung hat das Wirtschaftsministerium einen runden Tisch angekündigt, um die Frage des Weiterbetriebs von Anlagen zu gewährleisten, die ansonsten ab nächsten Jahr ausfallen würden. A, ist dieser runde Tisch schon terminiert worden? Und B, mindestens seitens der erneuerbaren Windenergien wird vorgeschlagen oder gefordert, dass auch Umwelt- und Finanzministerium daran teilhaben sollen. Ist das auch im Plan des runden Tisches, wie Sie ihn vorhaben? Ja, Sie sprechen das Thema an der Ü20-Anlagen und vor allem beim Thema Wind. Wir bereiten da einen runden Tisch vor, sind in den letzten Zügen der Terminabstimmung und werden dann in den nächsten Tagen auch dazu informieren und dazu einladen. Also ich gehe davon aus, dass dieser Termin in Kürze stattfinden wird und wir dann uns auch zum Teilnehmerkreis nochmal äußern werden. Also wie gesagt, wir sind da in den letzten Runden für die Terminabstimmung. Ich muss noch ein bisschen um Geduld bitten, aber in Kürze werden wir sicher auch dazu dann einladen zu presseöffentlichen Teilen. Zusatz? Aber vielleicht können Sie doch schon sagen, ob das eine Veranstaltung allein Ihres Hauses sein wird oder ob andere Ministerien dazu eingeladen werden. Auch da muss ich nochmal um Geduld bitten. Also ich habe jetzt die Teilnehmerliste nicht im Kopf, aber wir werden Sie dazu nochmal informieren. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, deswegen müssten wir noch einmal tauschen. Sekunde. Ich würde gerne noch was Positives zum Wochenende. Der Friedensnobelpreis ist verliehen worden. Und die Bundesregierung hat mit großer Anerkennung von der Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises an die Welternährungsorganisation erfahren. Wir gratulieren der Welternährungsorganisation ganz herzlich zu dem Preis. Weltweit erleiden heute über 820 Millionen Menschen Hunger, Mangelernährung, sind auch Grund,
Hunger und Mangelernährung sind auch Grund für Gesundheitsrisiken. Die Corona-Pandemie hat diese Situation weiter verschärft. Die Auszeichnung hebt die überaus verdienstvolle Arbeit der Welternährungsorganisation gerade in schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie hervor. Und das Auswärtige Amt möchte auch noch einen nachtragen. Der Außenminister hat dem Welternährungsprogramm auch gerade schon auf Twitter gratuliert und gesagt, ich gratuliere dem WFP-Direktor und seinem dem Exekutivdirektor David Beasley von Herzen zum hochverdienten Friedensnobelpreis. Das Welternährungsprogramm steht für die Verantwortung der Weltgemeinschaft für jedes einzelne Menschenleben. Sein unermüdlicher Einsatz rettet jeden Tag Millionen Menschen vor Hunger und Mangelernährung. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an den gefährlichsten Orten der Welt Vorkämpfer der Menschlichkeit. Und wir sind stolz, dass Deutschland weltweit als zweitgrößter Geber ein Partner des Welternährungsprogramms ist. Dann Frau Jäger, bitte. Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich von Ihnen zu verabschieden. Das war meine letzte Regierungspressekonferenz. Ich wechsle innerhalb des BMAS in eine andere interessante Position. Ich danke Ihnen für gute Zusammenarbeit. Ich bin froh, dass es hier immer noch einen Großteil von interessierten, ernsthaft recherchierenden und hart arbeitenden Journalisten gibt. Und ich hoffe, dass der Anteil an eher etwas eigenwillig die Wahrheit auslegenden und manchmal eher auf Propaganda ausgelegten Medien nicht weiter zunimmt. Ich wünsche weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten hier der Presselandschaft und übergebe sie vertrauensvoll den geübten und guten Händen der Kolleginnen und Kollegen aus den hiesigen Pressestellen und natürlich erst recht aus der meines Hauses. Vielen Dank. Wir danken für die Zusammenarbeit und wünschen viel Erfolg für die neue Aufgabe. Danke. Herzlichen Dank. Das war's für diesen Freitag. Ein schönes Wochenende wünsche ich. Bis nächste Woche.